Herr Schneider, die Geräuschkulisse lässt anderes vermuten, als dass Sie heute in der Relegation ausgeschieden sind. Ja, das ist richtig, aber wir haben so einen riesen Zusammenhalt in diesem Verein. Und da sieht man auch, dass man nach einer Niederlage zusammen feiern kann, weil es eine überragende Saison war von der Jungs, speziell in der Rückrunde. Und für uns das Überraschend war, dass wir überhaupt noch in die Relegation gerutscht sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir können heute nur gewinnen. Und jetzt mit der Niederlage sind wir etwas traurig. Aber es geht weiter. Wir haben uns belohnt für eine starke Saison und mit den Fans im Rücken. Ja, es ist einfach schön, solche Spieler als Highlighter zu sehen, zu genießen. Klar sind wir enttäuscht, aber wir sind hingefallen, wir stehen wieder auf, es geht weiter. In der ersten Halbzeit habe ich Sie einen Tick stärker gesehen, mit mehr Chancen vorm Tor, gefährlicher. In der zweiten Halbzeit hat es dann nicht so gut geklappt. Was können Sie zum Spielverlauf sagen? Ja, sehe ich genauso. Also in der ersten Halbzeit haben wir viel mehr Spielanteile gehabt und auch die klare Torchance. Und sind dann unglücklich im Rückstand gerade und habe es dann zum Glück geschafft, den Ausgleich relativ zeitnah zu erzielen. Habe dann weiter gedrückt auf den Ausgleich, auf den Führungstreffer. Und kurz vor der Halbzeit zum Beispiel haben wir einen Lattentreffer gehabt und hätte aufgrund der besseren Chance und der mehr Spielanteile Führung verdient gehabt. Und nach der Pause war es leider so, dass man direkt vom Anspiel an einen unglücklichen Ballverlust hatte, direkt vor der eigenen 16-Meter-Linie und habe dem Gegner somit eine gute Torchance ermöglicht und die habe dann den Freistoß halt wirklich mit einem Sonntagsschuss gut platziert und da war dann nicht zu halten. Und wenn man dann gegen so eine Mannschaft, die defensiv so stark ist und nur auf Zerstören und Verteidigen aus sich, sich hinten einigelt, dann in Rückstand gerät bei denen warme Temperaturen, ja, wird es natürlich schwerer und man muss mehr Meter machen, man muss komplizierter spielen und der Gegner hat es halt verstanden, die Angriffe zu zerstören und dann haben wir nicht mehr so die ganz klare Torchance gehabt, es war immer noch ein paar Möglichkeiten da und je länger das Spiel gedauert hat, umso schwerer wurden die Beine und dann haben wir es nicht mehr geschafft, den Ausgleichstreffer zu erzielen und sind dann halt, ja, jetzt haben wir dann unglücklich verloren. Wie geht es jetzt für Ihre Mannschaft weiter? Sie haben sich ja verstärkt, viele junge Leute dazu geholt. Können Sie mehr sagen? Ja, also wir haben mit Tristan Grün, ein gestandener Spieler, ein erfahrener Spieler, ein Leistungsträger, der uns leider Richtung Eppelheim verlässt, um direkte Liga-Konkurrenten. Der Rest bleibt zum Glück und wir konnten uns mit 8 junge Neuzugänge verstärken. Das sind 4, 5 Spieler unter 20 Jahren und wir wollen auch nächstes Jahr in der Landesliga eine gute Rolle spielen. Habe 2 Erfahrene dabei, gerade mit Fabian Rausch, der schon Höherklassspieler in der Verbandsliga, wird uns mit Sicherheit gut tun. Ja, wir wollen unseren Weg weitergehen. Wir wollen junge, talentierte Spieler ausbilden. Wir wollen die Mannschaft formen. Wir wollen Spaß haben. Jedes Wochenende mit diesen Fans. Und dann gucken wir, dass wir wieder vorne mit dabei sind. Und vielleicht haben wir wieder ein Highlight mit Relegation oder vielleicht klappt es sogar mal mit der Meisterschaft. Aber wir müssen da nicht unbedingt. Sondern wie gesagt, wir gehen unseren Weg. Wir bilden die Spieler aus, haben Spaß. Und ja, so ist unsere Philosophie. Herr Schneider, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Danke.